und Kochschule im deutschen Fernsehen oder seitdem es überhaupt Fernsehen gibt. Und an meiner Seite ein echtes Idol von mir. Ein Schauspieler, der den Namen verdient hat. Michael Mendel. Michael, sag mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal so einen Begeisterungssturm erlebt? Ja, das ist, glaube ich, lange her, weil ich ja nicht so oft live auftrete. Ja, das ist nix, ja. Es geht nichts über eine Live-Kochsendung. Ja, nee, das ist das einzige Studio wirklich mit Leuten, die einem zugucken können. Ja, und das sind sogar echte Leute. Ja. Ja, die sind nicht dafür gemacht worden. Michael, wir werden natürlich kochen, bevor wir die ganze Sendung erzählen. Ja. Ich werde eine wunderbare Lachs-Lasagne machen. Aber ich koche nicht, ich friere. Ja, genau, weil du machst? Eis. Eis. Zum ersten Mal in meinem Leben. Naja, ich habe mal sicherheitshalber so ein paar fertige gekauft, aber ich bin mir ganz sicher, er wird ein traumhaftes Eis machen. Weil dieses Rezept, na, wo ich das her habe, sage ich, wenn es was geworden ist. Aber was wäre diese Sendung, meine Damen und Herren, ohne ihn? Und mal gucken, ob er da ist. Mein Röschen der Küche. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Lava liegt der Lecker. Es tut mir sehr leid für den Horst, aber heute muss ich sagen, heute habe ich wirklich jemanden an meiner Seite, den ich sehr bewundere. Sieht wunderbar aus. Herzlich willkommen. Hier ist Katja Burkhardt. Vielen Dank. Liebe Katja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich bei euch heute was lernen kann. Du bist ja in einer Gastwirtschaftsfamilie groß geworden im Westerwald und kannst deshalb so gut kochen. Falsch. Ich bin in einer Gastwirtschaftsfamilie groß geworden und kann deshalb nicht kochen. Weil alles, was ich gekonnt hätte in der Küche, hätte nur dazu geführt, dass ich helfen muss. Verstehst du? Und deswegen habe ich mich immer ganz doof gestellt, erfolgreich. Und bis heute, ich sage immer, ich kann Essen machen, aber ich kann nicht wirklich kochen. Ich habe ja zwei Kinder, natürlich kann ich ihnen Spaghetti machen und Rahmspinat und sowas. Aber kochen, Pass auf, ich sag dir, was du machen sollst. Ja. Ja? Heute soll es geben. Radieschen, Semmelknödelsalat mit gebeizter Forelle. Klingt gut. Ja. Muss ich da viel machen oder so Hilfsarbeit? Erstmal musst du den Fisch fangen und ich muss auch noch was kochen. Ja. Ich könnte das, glaube ich, besser als kochen, ehrlich gesagt. Ich mache eine Artischockensuppe mit gefüllten Mini-Paprika. Mmh. Mmh. So, also zwei Gerichte, die wir heute hier zubereiten. Und du weißt ja, diese Sendung ist nur deshalb so gut, weil es dort Zutaten gibt, die nicht verzichtbar sind. Mhm. Zum Beispiel einen Menschen, der heißt Horst. Hallo, mein Johann, Schatz. Oh, okay. Alles klar? Alles wunderbar, Johann. So, lass uns kochen. Ja, sollen wir kochen? Also jetzt mal ganz ohne Quatsch, Johann. Ja, bitte. Von Samstag auf Samstag kann ja so lang werden, wenn einem die Luft zum Atmen fehlt, die Johann heißt. War ein Scherz, war ein Scherz. Nee, also, so. Pass auf, ja, früher hätte man dazu gesagt, Radlfahrer. Ein Radlfahrer? So, Katja, du musst anfangen. Nee, bei uns heißt das Arschkriecher. Ja. Sag mal, in so einer Gastwirtschaft, wenn man da groß wird und da kein Kochen lernt, wie ist das dann mit dem Trinken? Trinken geht auch so. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben ein ganzes Bier getrunken, weil mir das nicht schmeckt. Aber ein guter Wein, ich aber stell dir eins. Glaub, können wir bitte mal vier ganze Bier haben? Ja, vier ganze Bier. Jawohl, brauchen wir heute vier ganze Bier. Was soll ich jetzt machen? Johann, die füllen wir ab heute. So. Das geht schnell bei mir. Die machen wir Granaten voll. Forelle. Mit einem halben Bier. Ja. Herr Mendel, darf ich eigentlich Michael sagen? Sag du Michael zu mir. Mhm. Ja, ja. Horst. Michael, ich bin der Horst. Genau. Ich liebe dich. Ja. Ja. Weil eigentlich kommt der Michael nämlich auch aus der Kölner Ecke. Ganz kurz, du hast noch nie Eis gemacht, bevor Johann gleich alles übernimmt da vorne. Deswegen habe ich ja jetzt den Herd schon auf 6 gestellt, damit ich jetzt Eis mache. Ja, das ist ja das Spannende. Bei Eis muss man ja manchmal erst warm machen. Ja. Und dann zur Rose aufschlagen, was ja auch viele nicht verstanden haben. Und dann wird es irgendwann doch wieder kalt gemacht. Das heißt zur Rose? Ja. Was du jetzt gerade machst, ist Sahne. Ja. Weil alles spielt ja so ein Teil mit. Ja, hier mit in dem Zucker. Eis ist übrigens kein Eigelb. Normalerweise hat man immer sehr viel Eigelb im Eis. Johann, wenn du Aufmerksamkeit brauchst, schlag ruhig noch lauter. Wir wissen, dass du da bist. So.
Der einzige Koch mit so einem wunderbaren Syndrom. Ich bin ganz ruhig hier. Ich bin ganz ruhig. Ja. ADS hat der. Da gibt es Tabletten gegen. Also bei dem Eis machen wir mal ein bisschen was anderes, und zwar ein Buttermilcheis. Für die Schritte erklärt, Buttermilch kommt gleich hier rein. Du löst gerade Zucker in Sahne auf. Dafür brauchen wir ein bisschen Temperatur. Man könnte auch Läuterzucker nehmen. Das heißt, Zucker in Wasser auskochen, bis er sich aufgelöst hat. Dann kommt noch ein bisschen angenehme Nachbarschaft. Ja. Weißt du, das sind ja. Die Miete wird erhöht. Die Miete wird erhöht. Das ist doch keine Radiosendung, das ist eine Kochsendung. Ja. Pass auf, wir geben ihm jetzt mal Vorsprung. Wir zwei arbeiten mal in Ruhe. Johann, bitte, deine Kamera. Scheiße. Hat er das gesagt? Ja, pass auf. Das ist eine Lachsforelle, ja? Ja. Ohne Gräten. Mhm. Na, die Gräten lassen wir jetzt drin, die sind noch drin. Da haben wir jetzt keine Zeit, die ziehen wir später. Ja. Dann musst du jetzt Zucker, Salz, Zitronensaft, Schale, Olivenöl und diese Pfeffermischung hier drüber machen. Ja, alles aufzählen. Und dann schön alles einwickeln in Klarsichtfolie und dann einlegen. Mhm. Also wir beizen die Forelle selber. Ja. Das ist Zucker, das ist Salz, das ist die Zitrone, das ist Öl und das ist der Pfeffer. Ja. Schön alles einreiben, gell? Hände waschen habe ich vorher gemacht, soll ich das? Glaubt ihr mir oder den Wenn du willst, brauchst du einen Handschuh. Nein, brauchst keinen. Es ist ja schön, dass er dir alles erklärt. Das ist Zucker, das ist Salz, das ist eine Zitrone. Als wenn du sowas noch nie gesehen hättest. Ne? Ja, vielleicht habe ich mich eben. Er glaubt mir halt, ne? Dass ich in der Küche. Übrigens, was? Das ist ein Messer. Oh, und das in meinem Rücken sieht kacke aus. Apropos Messer. Wo finde ich ein Messer, Johann? Hier unten irgendwo? Messer sind hier. Ich mache jetzt eine Artischockensuppe, indem ich erstmal Knoblauch und Schalotten anschwitze. Michael, hast du eigentlich schon mal gekocht? Mehr als einmal in meinem Leben, ja. Aber ich würde mich da vielleicht so hinten anstellen bei der Katrin. Also ich bin jetzt auch nicht der Chefkoch, aber ich koche jeden Tag für mich alleine irgendwas. Also ich stand schon mal am Herd. Gut, ich habe auch eine eigene Küche. Ganz toll, dass man als allein lebender Mensch sich tatsächlich jeden Tag an den Herd stellt und sagt, ich koche mir etwas. Ja. Und es sich nicht so einfach macht und sagt, nö, da kann ich auch daneben angehen, was bestellen. Ja, nee, da sitze ich ja alleine in der Kneipe und da darf man nicht rauchen und nichts. Das kann ich ja zu Hause alles machen. Ja, mit dem Rauchen dürfen wir ja nicht sagen. Ach so, Entschuldigung. Ja, ist ja heutzutage, guckt man da ja so komisch drauf. Ich rauche ja auch nicht aus Lust oder Sucht, sondern aus Konsequenz. Weil ich angefangen habe, mache ich fertig. Weißt du? Ja. Aber was? Du weißt ja, die Raucher leben jetzt länger. Junge, was willst du denn jetzt machen? Die Raucher leben jetzt länger. Warum? Weil kochst du heute so schlecht, dass du keine Fingerabdrücke hinterlassen möchtest, oder was? Guck dir das an. Weil die immer mehr frische Luft haben, die Raucher. Stimmt, ja, aber nee, jetzt was ich jetzt mache, ist Artischocke. Das ist ein wunderbares Gemüse, eines der besten und wertvollsten Gemüse, die es gibt. Kannst du Artischocken zubereiten? Nein. Schau her. Und das würde ich esse die total gern, aber die sehen doch, das kann doch kein Mensch kann damit Das ist umgehen, alles oder? Komplett bitter, ja. Deswegen nehme ich Handschuhe, man bricht den Schiel ab, damit diese Fäden da rausgehen. Siehst du hier? Die muss man nicht abschneiden, sondern abbrechen. Aha. Und dann schneidet man hier vorne ungefähr so viel weg. Also im Prinzip fast alles. So. Und dann pass jetzt auf, Michael, was davon noch übrig bleibt. Die ist kaputt dran. Was zum Lutschen. Dann rundherum alles jetzt hier wegschneiden. Ja. So. Schön hier. Da lobe ich mir noch einen schönen Postkopf-Affe. Da kannst du alles mitnehmen. Nimmst du die Handschuhe, weil diese Bitternis sich nicht von den Händen abwaschen lässt? Genau, ist extrem bitter. Die Hände sind bitter, das Brett ist bitter, das Messer. Also schmeckt nachher alles nach Artischocke, wenn man alles ganz bitter, ja. So. Dann passt ja mal alles zusammen. Ja, jetzt habe ich hier das so geschnitten. Johann ist bitter, die Artischocke ist bitter, Messer ist bitter. Dann nehmen wir einen Löffel. Aha. Jetzt muss man in der Mitte diese Barthaare rausmachen. Schau her, diese Haare müssen raus. Siehst du das hier? Ja. Die kann man nicht mitessen. Ziemlich, ja, das habe ich auch immer gesagt. Die Haare müssen raus bei dir aus dem Kopf. So, und jetzt haben wir Haare auf den Zähnen. Jetzt nehmen wir eine Zitrone. Und ganz wichtig ist jetzt, die Artischocke sofort mit Zitrone einreiben, sonst wird die nämlich braun. Mhm. Ja? So, das ist jetzt hier der beste Artischocke, die man sich vorstellt. Das gesündeste, was es gibt, ist diese Artischocke. Mhm. Ja. Das ist der gesündeste, was es gibt. Artischocke ist das wertvollste Gemüse aus meiner Sicht. Warum? So viel Vitamin C? Oder? Ja, wegen der Zitrone jetzt. Nein. Da machst du eine Zitrone drauf, ist dann Vitamin C ohne Ende Die Artischocke hat ein Enzym.
Mhm. Artischocke hilft zum Beispiel, wenn du zu viel Blutfette hast, diese Blutfette zu zersetzen. Aha, also quasi ein Cholesterinblocker. Ja, zum Beispiel, genau. Es gibt Artischockenkapseln, gibt es zum Beispiel auch zu kaufen. Ja? So, jetzt machst du bitte auch eine, ja? Hast du Handschuhe? Nein. Hier hinten sind welche. Zeig's mal, wie du das kannst. Ja, jetzt hast du eins gesehen, jetzt machst du eins. Aber was nehmen wir denn jetzt von der Artischocke? Ich dachte immer, diese Blätter. Nein, nein, die sind nix. Das ist überhaupt nichts. Nee, nee, bei Johann ist das alles nix erstmal. Jetzt guck mal hier, das aber ist eine Artischocke. Aber wie viele Artischocken brauche ich denn dann für eine Suppe? Millionen? Und da bleibt übrig. Ich stell mir mal eins hin, ob ich nehme, weiß ich noch nicht. Dankeschön. So, auch Bierchen kommt. Hier, Katja. Nee, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, ja. Prinzessin, ich gebe dir gleich die Telefonnummer von meinem Sohn. Kölschpilz, so. Was bringen wir denn da? Das erste Bier machen wir immer auf Ex hier. Ja, Prost, ne? Ja, auf ich das Zeug. Bin ja gespannt mit dem Ex. So, das ist leider schon sehr lange abgestanden. Ja, aber nichts mit Ex. Ich habe ja mit dem Bier angefangen, als mein Produzent von dieser Sendung damals sprach. Ich sagte, pass auf, tolle Idee für eine Sendung, aber deinen Kameraden musst du dir schön saufen. Nein, Johann, das war jetzt gelogen. Moment mal, so, was hat er nochmal gesagt? Muss ich jetzt abreißen oder abschneiden? Reißen, ne? Abreißen, genau. Er hat es mir nicht erklärt, er hat es dir erklärt. Komm, abreißen. Ja, genau. So, und jetzt die Blätter rundherum wegschneiden. Ja. Ich tue da jetzt den Ahornsirup rein, ja? Oder? Den Ahornsirup. 4 Esslöffel Ahornsirup in die Buttermilch. Ich dachte irgendwie, die Messer wären schärfer bei euch. Du musst Sägemesser nehmen. Ach so. Falsche Messer. Wusstest du? Das, genau, das musst du nehmen. Gute Ausrede. Vielleicht erzähle ich mich da jetzt nicht bei 4. Wenn was nicht funktioniert, war das Messer schuld. Ist doch immer so, oder? Ist immer so, gleich. Guck mal, das ist jetzt hier eine schöne gebeizte Forelle in Folie eingewickelt. Die kommt jetzt in den Kühlschrank, ja? Mhm. Die lässt man am besten 2 Tage so liegen. Dann schmeckt sie besonders Tage, gut, ja. Zwei Tage lässt man die liegen und dann in einer 45 Minuten Live-Sendung. Was? Es gibt Forellen, die wachsen so. Guck mal hier, wie die zum Beispiel. Die ist schon gebeizt so. Ui, die das ging jetzt aber schnell, du. Kaum guckst du mal nicht hin, sind 2 Tage rum, ne? Aber mit Fisch 2 Tage liegen lassen habe ich auch mal gemacht. Da hatte ich Kieler Sprotten und danach Ratten im Haus. Weißt du, das geht auch. Heißt nicht Kieler Sprotten, nach 2 Tagen heißen die Killer Sprotten. So, wie schaut's aus bei dir? Läuft. Ja. Okay, ich muss jetzt die Sprotten klein schneiden. Dann müssen wir die Suppe kochen. Aber wie viele brauchen wir denn für eine Suppe? 5. Oh, dann muss ich ein bisschen schneller machen, oder? Guck mal, so einfach und, so würfeln. Du musst doch Orangenschale abreiben, Zitronenschale abreiben. Die Sahne muss dann Zitrone, Limette. So, ne? Schalotten, Knoblauch anschwitzen. Ja, Limette. Und jetzt rein, ja, die Schocken und ein bisschen Fischfond, ein bisschen Geflügelfond dazu, ja? Mhm. Geht's? Ja. Ups. War glitschig. Nimm eine neue. Nein, das ist Glatteis, weißt du? Ja, das ist Glatteis. Ja. Das wäre aber das erste Eis mit dicken Knöpfchen drin. Das muss ich irgendwie einspannen. Aber das habe ich so auch noch nie gehört. Eis am Stiel und das hier ist Glatteis. Ja. Ja, hey. So, Wasser, koch bitte. Oh, das klappt aber gut bei dir, Katja. Das geht ja ganz leicht von der Hand, was du da machst. Oder? Ja. Ihr wollt mich nachher als Dauerassistentin. Das Schöne ist ja, wenn Johann einem einmal was zeigt, kann es ja wirklich jeder sofort. Ne? Absolut. Hier, guck. Sind die Haare raus oder sind die raus? Jetzt mal bitte. Hilf mir doch. Nee, was soll ich machen? Ja, du musst noch mehr Haare rausnehmen. So, ich habe die jetzt frisiert von jetzt wegen der abgeschnittenen Haare. Ne? So. Sehr schön. Und jetzt dann eine Orange. So drehen. Mhm. Weißt du, was mir auffällt? Habt auch unheimlich viel Kraft natürlich, ne? Die man ja nicht überall. Johann hat sehr viel Kraft, aber nicht überall. Ja. Johann, werde ich. Ja. So, guck mal. Erstmal ein Kompliment, eine wunderbare Artischocke, wirklich jetzt, ja? Hallo. So. Und jetzt kommt die Überraschung für dich, Katja. Jetzt noch 398 Stück, weil ihr braucht nicht 4, sondern 400 für die Suppe. Jetzt Zitrone toi, toi, toi. Rein, oder? Zitrone? Ja. So, sehr gut. Okay, jetzt Zitrone rein, kleinschneiden, dann dazugeben hier. Mhm. Michael? Ja.
Sei mal ganz ehrlich, bei Katja mit den Handschuhen, das macht mich schon ein bisschen an. Ja, das sieht schon... Echt jetzt? Würdest du die bitte anlassen, naja? Mach ich. Beim Essen. Ja, überhaupt so. Okay. In der Sendung. Immer. So, das sieht aber auch schön aus. Du bist der Erste, der wirklich eine Orange von der Schale entfernt, ohne das Weiße mit zu benutzen. Ja. Aber man sieht schon, du wolltest eigentlich Musiker werden, Geiger oder so. Obwohl, ich kann auch sagen, wer streicht so spät durch Nacht und Wind? Ja. Obwohl man sieht, du bist Nassrasierer. Ne? Das klappt richtig gut. So, ich koche übrigens auch zwischendurch was. Für die Lachslasagne habe ich jetzt den Lachs schon mal gewürfelt, habe schön Zitrone drüber getan, weil ich das bei der Artischocke so schick fand. Hat aber hier natürlich auch einen geschmacklichen Hintergrund. Dann habe ich hier eine Mehlschwitze gemacht. Knoblauch schön in Fett angedünstet, mit einem Gemüsefond angeschüttet. Und jetzt kommt Frischkäse dazu, der sich jetzt langsam erstmal darunter machen muss. Salz und Pfeffer. Frischen Blattspinat werde ich gleich nochmal blanchieren. Und hier habe ich Pellkartoffelchen. Ich liebe ja Pellkartoffeln. Ja. Und zwar anstatt Nudeln in dieser Lasagne Kartoffel aufgeschichtet. Und das mit dem frischen Blattspinat, dem Lachs, dieser wunderbaren Soße. Ich sag dir weiter nichts. Lasagne? Was? Lasagne? Johann, woher kommt der Name Lasagne? Ui. Italien? Italien. Ja. Gut. Ja, was könnte denn das heißen? Bitte? Es gibt also auch Kartoffellasagne. Gibt es auch, ne? Ja, machst du ja. Ja, Johann? Sind die Kartoffeln hier so gewachsen? Johann, wenn du in 4 Minuten, 2 Tage Lachs beizen kannst. Dann sind bei mir die Kartoffeln im Glas gepellt. Tja, merkst du? So. Muss man eigentlich dauern, ne? So. Hast du auch so einen richtigen Freund wie ich? Jetzt machen wir Gewürzgurke drauf und Sahne, lass es schön kochen. Ja? Johann, und du machst jetzt Knödel. Johann ist ein richtiger Freund, ja. Muss ich das wieder ausziehen, ne, die Handschuhe? Wegen bitter. Sonst ist alles bitter. Nicht ausziehen. Ach, Horst. Katja, das sind jetzt hier Knödelscheiben. Ja. Auspacken und dann in dicke Scheiben schneiden. Dann in der Pfanne braten. Das sind doch sogenannte Serviettenknödel. Genau. Semmelknödelmasse in Serviettenform gemacht. Jetzt hat mir schon wieder was vorbereitet. Jetzt hör auf jetzt. Guck, komm, kümmere dich um deine Küche da. Johann, wer hat das denn gemacht? Was? Na, der Johann. Ich hab dir heute vom Schaffner bekommen im Zug. Im Zug? Ja, meine Damen und Herren, Johanns Hubschrauber ist kaputt. Der kommt jetzt nur noch mit dem Zug. Er hat aber einen eigenen Zug und einen eigenen Schaffner. Und er macht sich auch die Fahrkarten selber. Das fand nur der Schaffner blöde. Der ist so fertig, der Typ. Sei ehrlich, Johann, du vermisst mich schon, wenn ich nicht da bin, oder? Der Horst hat heute Morgen was getrunken, irgendwas, weiß ich nicht was. Nee, aber seitdem ich die neuen Medikamente habe, geht's mir unglaublich gut. So, gegen was habe ich jetzt vermengt? Ich weiß nicht, gegen was die sind, aber ich muss das trinken. Und direkt danach geht's mir immer sehr gut. So? Oh, das Zwiebelmesser. Ich habe nur gehört, damit fahren auch Autos. So. Also, du hast den Akazienhonig drin, ja. Buttermilch, ja. Sahne, Zucker. Und Schale der Orange, Schale der Limette. Ja. Und jetzt kommt das Ganze in die Eismaschine. Ja, aber ohne mich. Ich bin zu groß. Möchtest du nicht das da rein tun? Doch. Doch, mach. Doch, komm. Michael, ich zeig dir mal hier eine Eismaschine. Guck mal hier, sowas. Obwohl es jetzt noch ein bisschen warm ist. Ne? Laut Joa, ja, klar, es wird ja kalt, deswegen ist das hier eine Eismaschine. Ja. Ne, die machen das richtig kühl. Man macht erst mal eine Zeit, dann macht man hier auf On. Und jetzt spielt der Schlager Sex Machine. Genau. Ja, okay. So, und jetzt schüttest du das da vorsichtig rein. Sehr schön. Was macht er da hinter unserem Rücken? Ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas hat er gemacht.
Weil Johann ist alles zuzutrauen. Und guck mal hier, wenn du mal hier drauf guckst, siehst du da meine Eismaschine. Ja, ja, genau. Weil hier ist der Schnäuzer. Ist der Schnurrbart, ja? Ja, das ist der Schnäuzer. Ja, das ist der Smiley. Ja. Und dann macht man an und dann dreht sich das da drin. Ne? Ach nee. Und der ganze Tisch dreht sich mit. Ja. Das ist eine sehr rhythmische Eismaschine. Ich hab ja gesagt, das ist die Sexmaschine. Ja. Die Sexmaschine. Jetzt weißt du auch, warum. Ich mach schon gerne Eis. Ja, du ne? auch? Ah. Ich muss mir jetzt so ein Ding für zu Hause zulegen. Ja. Ab einem bestimmten Alter kaufen Sie Eis. Guck mal jetzt. Kommen Sie alle zu mir Eis machen. Ja. Ich mach jetzt gerade mein. Ich sag, muss nichts reintun, mach an! So. Also, wir machen jetzt einfach. Boah, wir sind selber schuld, wenn die Sendung irgendwann nur noch ab 23 Uhr läuft. So. Wir machen jetzt Couscous, ja? Wie lange noch? Schalotten, jetzt Knoblauch. Kaum sieht er eine Maschine laufen, macht er Couscous. Schön anbraten jetzt, ja? In Olivenöl. Und das ist jetzt hier Couscous, der ist eingeweicht in heißer Brühe. Wo ist der? Da. Da. Der kommt jetzt dazu. Da, wie das riecht, nach Weihnachten. Auch vorbereitet, zufälligerweise. Nein. Da so. Der aber schon fertig ist. Das war doch schon bei eurem Vorgänger Max Inzinger so. Ich glaube, wir müssen aufpassen, weil Nomen ist das oben. Nachher macht er wirklich Couscous. Ja, ja. So, was jetzt hier das war nicht unser Vorgänger Max Inzinger, sondern Johann seiner. Weil damals war ich noch nicht geplant. Ach so. So, jetzt machst du schöne Filets von der Limette. Ja, zeig mal, wie das geht. Nee, mach du erst mal. Ich habe hier noch zu tun. Wie und danach komme ich gucken. Sein? Wie groß sind die Filets? Viertel, 8, 16, 32. Richtig schöne Filets, die ergeben sich. Chili? Schneide ich das so auf oder so? So oder so? Okay, ich zeig's dir. So oder so? Schade, ich dachte, du fängst einfach schon mal an. Doch. Oh, das Messer ist aber scharf. Ja, deswegen. Das hat Johann bestimmt vorher für mich parat gelegt. So. Als erstes, so, ja? Nee, als erstes schält man die. Warte, das Messer ist ja noch stumpfer. Ganz gut. So. Da hätte ich ja direkt mit einem Löffel schälen können. Ja, okay, gut. Das so. Ja, und dann? Ja? Ja. So, und dann machst du das erstmal so weit fertig. Ja, ja. Katja? Ja? Dein Mann? Ja? Der ist ja ein Kenner der Gastronomie und der Küche. Ja. Und das sage ich nicht nur als Gag, sondern dem ist ja so. Ich vergesse nie, er hat einmal gesagt, wenn er ein echtes Wiener Schnitzel essen möchte, ja. In Deutschland, ja. Dann macht das selber. Stimmt. Kanntet ihr da Johann noch nicht? Doch, wir kennen den Johann, aber der Johann wohnt zu weit weg von uns. Aber der ruft dann den Johann an, wie man es richtig macht. Der Johann steht in der Küche, hat viel zu tun. Und dann wird gejault, weil wir keinen Wiener Semmelbrösel irgendwie speziell da haben. Aber ich habe ja gelernt, wir Deutschen nehmen nicht so viel Öl für Wiener Schnitzel. Bei euch schwimmt das immer so da drin. Das muss. Das muss schwimmen. Ja. Ja. Aber das macht so dick dann, oder? Schmeckt das sonst nicht. Wenn ein Schnitzel kein Seepferdchen hat, kannst du es vergessen. Was ist denn ein Seepferdchen? Ne? Johann. Ah, hier. So, und jetzt? Du weißt ja, für Seepferdchen muss man eine Viertelstunde schwimmen können. Ja, ja. Und Schnitzel auch. Ach so, ich komme direkt wieder. Warte, ich gieße nur gerade mein Blattspinat ab. Die Platte ist kaputt. Zu klein, komm, dann gehen wir auf die Platte her. Dann machen wir das jetzt hier. So. Die saugen, ja. So, jetzt schön Kostbraten, ja. Ich höre jetzt die Paprikaschoten aus hier, die kleinen Mini-Paprikaschoten. Genau. Und die also, ich auch verraten, wie könnt ihr Köche immer so heiße Sachen anfassen? Die sind doch jetzt... Das ist ein Filet. Nicht heiß, kalt. Ich habe die abgeschreckt. So. Die tun wir jetzt hier reinsetzen, noch mit Butter rein erstmal. Und dann füllen wir den Couscous da ein. Nur mit dem Ofen, wir backen. Mm. Das ist so schön. So, Katja, komm mal her. Ja. So reinsetzen hier, damit sie ihn umfallen können. Und dann kommt da der Couscous rein. Mhm. Moment, ich muss einmal Semmelknödel. Couscous. So, schön. Mach mal Couscous, Johann. So, für die Lasagne als erstes den schönen blanchierten Spinat in eine gefettete Auflaufform.
Die habe ich natürlich mit Butter gefettet. Ja, man kann auch was anderes nehmen, aber warum, wenn man es hat, soll man doch nehmen. Mhm. Ne, Johann? Ja. Boah, Mann, ist das heiß. Jetzt, so, guck mal, jetzt ja. Hüllst du es hier voll. Mhm. Ja? Klappt es bei dir? Ja. So, Klappmesser hier, weißt du? So. Katja? Ja. Der Rest? Warum können Köche so heiß anfassen? Ja, weiß ich nicht, frage ich mich immer. Weil die es gewohnt sind. Weil die Hornhaut an den Fingern haben. Johann, warum können Köche so schön heiß anfassen? Das ist relativ einfach. Ja, Johann? Überleg nicht so lange, sonst glaubt's keiner. Wer heiß anfassen kann. Ja. Jetzt komm mit, pass auf. Er kann auch heiß lieben. Ah. Ja, ja. Deswegen geht Liebe durch den Magen, ja, weil das ja, alles klar. So heiß angefasst wird. Ja, 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 aber der Spruch ist Johann in der Sauna eingefallen. Also. Da war der ein ganz neues Rezept am Machen. Wellfleisch. Nein, nein. Er war ja nicht alleine da, ne? Also, ich sage aber nicht, wer da war. Weißt, bitte wechsel das Thema jetzt. Ja, ich wechsle das Thema. So, komm. Darf ich mal dein Meersalz haben, Johann? Ja. Dankeschön. Schön draufgesetzt. Jetzt Butter drauf und dann in den Ofen damit. Mhm. Jetzt dachte ich, ich muss das ordentlich in die kleinen Paprika füllen. So, Butter drauf machen jetzt, schön schicken. Butter? Butter, das ist meine Butter, nimm ruhig. Ja? Ja, ja, wenn die nachher in meinem Rezept fehlt, ist nicht weiter schlimm. Aber nicht reinspucken, ne? Sag mir noch immer, ne? Im Rheinland spuckt man nicht in die Butter, ne? Ja, in der Pfanne. Da hat man mal jemand hier, du, der hat die Temperatur in der Pfanne gemessen, ja, indem er reingespuckt hat. Das macht man immer so. So, sag mal, wie kommt jetzt da rein mit Cassis oder wie? Ja, mit Zitronen, mit Limettenfilets. Ja, die kommen hier oben drauf, hast du mir gesagt. Schön auch so ein bisschen mit rein, das ist so eine Überraschung. Ja, aber nicht in einen Topf. Jetzt pass auf, jetzt machst du folgendes. Willst du nicht so lagenweise? So. Ja, so ein bisschen hübsch machen. Ja, gut. Ja. Dann mach ich mich mal hübsch. Mach dich mal hübsch. Ja. Wir machen jetzt ein schönes Dressing für unseren Salat. Die ist so groß, die muss ich kleiner machen. Süßen Senf, Sonnenblumenöl. Da kommt ja auch der Ausdruck her, jeder muss seinen Senf dazu tun, ne, Johann, oder? Ja, genau. So, schön alles vermischen. Aha. Essig rein, dann etwas Brühe dazu. Mengenangaben ist Pi mal Daumen. Das hat man im Gefühl. Das hat man im Gefühl. Jetzt würzen schön mit Salz und Pfeffer. Mhm. Und dann haben wir jetzt hier wunderschöne Knödelscheiben. Die sind so fein geschnitten. Die sind gebraten in etwas Butter. Semmelknödelscheiben, die werden jetzt damit mariniert. Schön drüber gießen. In die Pfanne? Ja, so mit Löffel drüber machen hier oben, gell? Mhm. Schön gleichmäßig marinieren. So, Johann, ich bin gleich soweit. Weil mich drängt ein Telefonanruf, den ich unbedingt erledigen möchte. Machst du, wähl du schon mal, ja? In der Zwischenzeit gucke ich, dass meine Lasagne in den Ofen kommt. Hier, komm da. Ja? Geh dran. Das ist der Sigi Pacholowski. Hallo? Hallo? Hallo, Sigi! Mensch, dass du am Telefon bist. Hier ist Horst Lichter von Nava Lichter Lecker. Hallo. Hallo. Jetzt aber schon. Sigi, was darf ich für dich tun? Ja, ich hätte gerne gewusst, was muss ich beim Kauf und bei der Zubereitung von Artischocken beachten? Ach, da habe ich einen Spezialisten. Moment mal. Katja, bitte für dich. Ich habe es eben gerade erst gelernt. Also man muss die Artischocke, ich nehme sie mal hier, die muss man hier abreißen. Da sind so kleine Stielchen. Man erkennt, dass die frisch ist. Also sie frisch ist. Ja. Ich gebe dir so ein bisschen Tipps. Die Spitzen dürfen nicht trocken sein. Die Spitzen dürfen nicht trocken sein. Ja. Muss schön fest sein und saftig. Muss schön fest sein und saftig. Schön grün muss es sein. Schön grün muss es sein, wie die hier. Sigi, schreibst du mit? Ja. Mhm. Sigi, schreibst du mit? Ja. Sehr schön. Noch was? Dann wiederhol noch mal. Vielleicht ein kleines Rezept für eine schnelle und schmackhafte Zubereitung. Ja. Wie bitte? Sigi? Sigi, was? Ich
hätte dann noch vielleicht gern gewusst, ein Rezept für eine schnelle und schmackhafte Zubereitung mit Artischocken, die vielleicht auch gut vorzubereiten sind, wenn man Gäste hat. Das weiß Johann. Oh, das weiß der Johann. Sekunde, ja. Ich verbinde. Moment. Danke. Da mache ich auch immer, wenn ich nicht weiter weiß. So, pass auf, was? Erstmal Sigi, hallo. Tag, Herr Lave. Oh. Okay. Mein Horst. Horst. Ja, Johann. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir legen jetzt beide auf, du schaust zu und siehst ganz genau. Ich zeige dir jetzt, wie man ganz schnell aus rohe Artischocken einen ganz leckeren Salat machen kann. Ja? Aha. Also roh, man muss sie nicht kochen, einfach rohe Artischocken. Oh, ja. Ich leg den Hörer jetzt daneben und du hörst mich und siehst im Fernsehen, was ich tue. Ja. Fernseher kannst du den Ton ausschalten, ja? Du hörst mich am Telefon. Okay, also ich mache dir das jetzt, ja? Moment. Ja. So, bis gleich. Also pass auf, wir müssen jetzt hier eine Artischocke Sigi, nehmen. Ich erkläre dir ganz in Ruhe. Johann wird jetzt ein bisschen hektisch. Nein. Er geht rüber. Was wolltest du eigentlich wissen? Ein Dip? So, jetzt hobelst du diese Artischocke in feine Streifen. Mhm. So wie sie ist, ganz fein. Ja. Das wollte sie natürlich auch wissen, dass man die in feine Streifen hobelt. Aber ohne Finger. Ohne Fingernägel auch. Übrigens, wenn du die zu früh kaufst, Sigi, und du möchtest sie wegstellen, das geht auch. Aha. Du machst dann unten in den Stiel so ein paar Schlitze rein und stellst sie in ein Glas mit Zitronenwasser. Ja. Dann bleiben die länger frisch. Aha, ja. Kannst dann heute kaufen, sagen wir mal freitags und, oder so, ja, für sonntags. Das geht. Ja. Ne? Weil da hast du immer noch zwei Tage, übrigens, um Johann zu kriegen, dass das immer. Heute ist Samstag. Ich weiß, ich sag ja nur, man kann sie freitags kaufen für sonntags. Ja. Ich habe nicht einfach. Ja. So. Hast du nichts zu tun, Michael? Oh, okay. Ich warte auf deine Anweisung. So. Möchtest du mal mit Sigi reden? Ja. Komm hier, stell dir mal vor. Hier kommt ein ganz toller Typ, ja? Gib alles. Hallo, Sigi. Ja, hallo, ich soll hier, ich Mendel, hört, ich, Michael. Wofür nehme ich überhaupt den Hörer an das Ohr? Da hört man ja gar nicht. Ja, man hört ja hier über die Lautsprecher. Gucke alle ihre Sieht Töne. Aber besser aus. Sigi, was wolltest du wissen? Ich bin hier gerade der Spezialist für Brombeeren. Michael, guck her, du kannst erklären. Ich habe Artischocken gerieben. Essig-Senf, dann habe ich eine Zitrone, Pinienkerne und jetzt noch Salz und Pfeffer. Und dann probieren wir das jetzt mal. Wir hier zusammen. Artischocken-Salat aus rohen Artischocken. Ja. Mmh. Ja. Mmh. Oh ja. Gesünder kannst du nicht essen. Mmh. Sigi? Ja? Magst du Eis? Ja. Ja, warte mal. Ich muss mal mit vollem Mund machen. Ungeschmeckt. Sigi, guck dir den Rest an, die sind alle Vielen komisch Dank, hier. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Oh, du bist ein Träumchen, Sigi. Tschüss, Grüße an alle. Ja, tschüss, Sigi, servus. Möchtest du mal Eis probieren? Ja. Die Scheiben da drauf. Nee, noch nicht fertig, aber schmeckt schon und sehr lecker. Dann ein dazwischen legen, ja? Und dann schneidest du als nächstes dann die, das kannst du gleich machen, schneidest dann die Lachsfälle in Scheiben, gell? Und ich mache die Suppe fertig. Ja. Die muss ich jetzt fein mixen. Habe ich aber gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht, Sigi. Ja, Sigi sah schon, Michael. Oder? Super. Guck mal, weißt du, was da toll ist bei der Eismaschine? Die hört auf, wenn du sie aufmachst. Ja, aber vor allem wackelt sie jetzt nicht mehr. Was ist los? Ja, weil jetzt ist das Eis fertig. Ist ja enttäuschend. Passt. Nimm dir ruhig schon einen Löffel. Ich guck mal gerade, ob wir hier jemand haben. Sie sehen so aus, als wenn sie das verdient hätten. Lecker. Lecker, ne? Lecker. Ja, hat Michael gemacht. Ja, ist super. Ja. Gefällt dir der Michael? Ja, interessanter Mann. Michael, ich hab was für dich. Ein sogenanntes lecker Mädchen, ne? Nee, das ist ein Zuschauer to go, den kannst du mitnehmen. Komm, geh wieder arbeiten. So. Also hiermit müssen wir nur warten, bis Eis fertig ist. Cassis? Ja, ich würde Cassis nachher übers Eis tun, damit es schön aussieht. Was hältst du davon, wenn du zwei Gläser machst? Ja, da muss ich dann noch mal ans Filetieren ran. Ja, Filetieren noch mal kurz. Ja, eben.
Weil, weißt du, zwei Gläser, weil du und ich? Ja, wir, ich und du und wir zwei beide, wir sind vielleicht einer, ne? Ja. Siehst du, Johann, der Mann, der hat Ahnung von Mathematik. Ja. Ja? So, also ich habe jetzt die Artischocken gemixt. Noch reingeben etwas Essig, ein bisschen Sahne, Pfeffer und Salz. Hui. Und mache jetzt gleich die Suppe dann in den Teller und da kommen dann dazu die gefüllten Paprikaschoten. Und die Katja hat hier wunderbar den Fisch und da vorne angerichtet auf Spinatsalat. Die Knödelscheiben mit Radieschen. Jetzt schneidest du hier raus einfach ganz dünne Scheiben. Siehst du hier? Ach du lieber Gott. So, siehst du, schöne, schöne dünne Scheiben. Aha. Und die schmeckt, der Fisch Johann schmeckt perfekt. Gesagt, ach du mein lieber Gott. Das ging aber schnell bei dem Bein. Na, ich muss das ja nicht hier so in Stücke schneiden, sondern so, wie nennt man das? In Scheiben. In Scheiben. Ja, die legst du dann einfach hier dazwischen. Nein, nein. Reißt du hier rein da. Guck mal hier. So. Das wird ein Sensationssalat. Perfekt, hast du es gemacht. Meinst du, Michael, das fällt irgendjemand auf, wenn wir nichts sagen, dass ich die Schalotten vergessen habe an der Lasagne? Wer ist hier die Schalotte? Du hast recht, das waren noch Zeiten, als Zwiebeln noch Zwiebeln hießen und keine weiblichen Vornamen hatten. Ne? Ich dachte, wir sind ja nur zu viert. Tun wir das mal weg. Das Schöne ist, bei so einer Lasagne, wenn man sie einmal im Ofen hat, muss man ja nur noch gucken. Ne? Ja. Tja, ob das... Weißt du warum? Ob es in dieser Sendung fertig wird, weiß ich nicht, aber... Du, sonst tust du doch in die Eismaschine. Weißt. Die kann mir auch kalt essen. Wir könnten sie an die Eismaschine tun. Weißt. Ja, eben, sag ich doch. Lasagne hat einen großen Vorteil, man weiß nie, was drin ist. Ja. Stimmt. Aber ich hab's ja reingetan, man kann nur doch roh essen. Wenn der Lachs nicht fertig wird, ist es Sushi. Man wie kann nur auf jeden Fall verkaufen. Dünn schneiden? Ganz dünn schneiden, dünn. Aber das machst du gut so, ja? Nicht zu viel. Aber jetzt dann Bienen keine drauf oben. Ne? Du, übermacht den Meister. Ja, ne? Ja. Hättest du gedacht, dass du jemals selber Limettenfilets machst? Nee. Fühlst du dich jetzt gut? Hätte sich keine Zitrone von mir gewünscht. Die ja. Ich fühle mich gut, weil ich habe was gelernt. Ja, wirklich. Ja, ne? Man muss ja nicht nur Dönekes sagen, ne? Ja. Aber weißt du, wovor ich so ein bisschen Angst habe? Nee. Dass du jetzt so viel mitgenommen hast, auch von diesem Eismachen, ja, dass ich demnächst wahrscheinlich irgendwann mal in deiner Heimatstadt laufe und sehe so ein Eutischen mit einer Bimmel und du verkaufst Eis. Ja, klar, aber nur mit bunten Glühbirnen dran. So, weißt du, so ein Fahrrad, dann so hinten am Rucksack, so dann die Eismaschine. Du, das wäre mal eine Wette. Immer an. Wir beide sollten uns bewerben bei Wetten, dass. Ja, das ist dann unsere Wetteinlösung, dass wir zwei in irgendeiner schönen Stadt mit so einem Fahrrad umgebaut Eis verkaufen. Und Johann lassen wir vorlaufen, Artischocken schlitzen. Ne, Johann? Was, sag mal, hast du heute überhaupt was gekocht? Ja, Lasagne. Ja? Hab ich gemacht. Oh, das sieht aber sehr schön toll, aus. Toll, oder? Und so, siehst du, wie dünn die geschnitten sind? Ja. Sehr schön. Die Scheibchen. Also Katja, das hast du sehr, sehr schön gemacht. Ich finde auch, ich kann das besser, als ich dachte. Wesentlich besser. Ja. Guck mal hier. Die Guck mal, Suppe Johann, hier. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der sich anstrengt, kannst Lehrer, du das auch. Guck mal hier. Sehr schön übrigens, eine die gefüllten schöne, Paprikaschoten. Ja. Ne? Eine schöne Artischocken mit Paprikaschoten. Guck mal, Basilikum oben drauf. Guck mal hier. Und Schäumchen, Johann. Ja, hier, bitte, ja. So, jetzt. Wollten wir noch drauf, ja, oder? Ja. Aber Katja, sei mal ehrlich, wie schnell sowas geht, wenn es vorbereitet ist. Wenn man vorbereitet hat. Weißt du, wenn du zwei Tage vorher ins Studio kommst, die Forelle schon mal beißt. So, jetzt guck mal. Schau mal, was die Katja gemacht hat. Das Horst muss ich mal können. Guck mal hin. Oi. Super Rose aus einer Radieschen geschnitzt. Magst du noch ein paar bitte? Hier, guck mal. Oi. Aber gerne. Moment. Ja. Hier ist ein Messer. So. Darf ich dann mal ganz kurz zeigen, was mein Michael geschnitzt hat? haben wir eine Kamera? Das ist altdeutsch gehämmert, nicht geschnitzt. Ein bisschen näher, weil das hier war eine Melone. Ja. Wow. Nicht nur klein geschnitten, sondern auch gefärbt mit Auberginenfarbe der Haut. Ne? Da bist du ganz weit vorne. Schön, dass du für mich so Reklame machst. Da fange ich noch mal von vorne an. Oh, es geht so, man nimmt ein Radieschen, schneidet da rein. Könnte ich noch nehmen von Johann. Ja, so.
So. Und mit so einem scharfen Profimesser geht das natürlich noch viel, viel besser. Und dann muss man das hier so ganz schön abtrennen. Eins nach dem anderen. Oh. Guck mal, so kriegst du auch so ein paar Minuten im Fernsehen kaputt, ne? Kannst du das auch? Ja, du. Ja. Ich bewerbe mich gerade fürs... So, Katja, komm. Wir beide sind fertig. Bringst du das mit nach vorne auf die linke Seite hier? So, guck mal her. Und ich bin auch was zum Trinken. Alles zerbröseln. Und dann magst du bitte? Ja, ich komm. Michel, liebe Heimisch. Liebe Leisch, komm. Kannst du nicht warten? Oder tust du was Eis obendrauf? So, den schäbigen Becher, den kriegst du. Dein Bier. So. So. Moment. Da vorne hin. Oh, ja. Was machen die eigentlich, während wir essen? Du weißt, du hast überlegt, wo oder was kaufen. Warte, wir nehmen eine andere Becherchen. So, was das hier? Gibt ein filigran Becherchen hier. Ne? Weißt du, da muss ja auch gar nicht so viel Eis drin sein. Nur so viel, wie oben drauf passt. Und wir können auch das kommt nicht mehr da raus. Wir können ja auch einen Zaun dran bauen. Pass auf, da kippen wir noch ein bisschen Cassis drüber. Ja. Bisschen Farbe ins Leben. Ja. Meinst du, ich soll meine Lasagne rausholen? Mmh. Guck mal, die Damen, wie sie alle machen. Lass die Lasagne drin, die ist bis nächste Woche noch nicht fertig. Bringst du an den Tisch? An den Tisch? Ja, an den Tisch. Naja, wenn nichts mehr geht, muss noch Röllchen drauf machen. So, ich kann die Lasagne zumindest schon mal zeigen. So, hier. Ne? Also man kann die auch als fertig verkaufen. Die Lockenwickler. Komm, setz dich hin. So, wo geht es hin? Hier? Ich würde sagen, ich stell dir erstmal hier hin. Ja, wie sitzt hier? Die ist auf jeden Fall fast fertig. So, hier gibt es ja einige Leute, die essen sowieso alles. Johann? Ich muss dir ehrlich sagen. Sind die Blumen für mich? Ja. Nein, ich habe sowas noch selten gesehen, deswegen muss ich es genau anschauen. Ja, wenn du möchtest, ich mache dir einen Mitschnitt im Fernsehen. Das kommt im Fernsehen. So. Also ich mal sagen, ich glaube, dass unsere Gäste und wir beide der Beweis sind, dass man richtig im Leben Spaß haben kann, oder? Ja, man kann im Leben richtig Spaß haben. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich schön finde, Johann? Drei Gerichte und eine Lasagne für nächste Woche. Dankeschön. Michael, wunderbar. Zum Wohl, Johann. Zum Katja. Zum Wohl. Michael. Wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Dankeschön.